Ja, moin zusammen. Ein neues Video. Das ist der zweite Bremssattel von dem Auto, also von dem Freelander. Und jetzt versuche ich den Kolben zurückzudrücken. Gott sei Dank habe ich zwei bestellt. Hier sieht man das Problem, beziehungsweise man hört es gleich. Ich drehe jetzt mal zusammen. Erstmal geht das kaum. Na komm schon. Extrem schwergängig. Und als ich angefangen habe, das Ding zu drehen, ja, jetzt ist wieder ein Widerstand hier drin. Als ich angefangen habe, den Kolben zurückzudrehen, knackte der. Zu Deutsch, ewig und 3 Tage kein Bremsflüssigkeitswechsel. Und wahrscheinlich hat das Ding hängen geblieben. Und so haut man sich natürlich auch die Bremsen platt. Aber Thema Bremsen, ich gestern auch schon wieder ein erschreckendes Ding gesehen. Ja, jetzt geht er zurück. Ne, ist auch, ne, der geht gleich zurück. Dann spare ich mir den Pfand. Die Dinger werden überarbeitet, allerdings von der professionellen Firma. Ich kann das hier nicht gewährleisten. Wie soll ich das machen, ne? Ne, da geht Sicherheit vor. Ich kann jetzt schlecht mit einem hohen Gerät da drin rumfummeln und da irgendwas einbauen und irgendwann bremst das Ding und dann irgendwann nicht mehr. Das mache ich nicht. Ja. Das gibt Austauschzettel, beziehungsweise in dem Fall gibt es neue, die gehen aber trotzdem zurück. Die kommen dann als Austauschzettel wieder. Finde ich ganz gut, das System. Wenn sich die Automobilindustrie daran halten würde, hätten wir weniger Arbeitslose und mehr Nachhaltigkeit. Ja, da ist es wieder. Ja. Nee, gestern habe ich mir einen Land Rover angeguckt und habe mir ganz in der Nähe, in Dannenberg. Und erschreckenderweise habe ich mir den TÜV-Bericht mal genau angeguckt. Und das Auto war doch wahrhaftig auf dem Bremsenprüfstand und hat vorne 320 zu 300 Newtonmeter oder wie auch immer das gemessen wird, keine Ahnung, ich meine Newtonmeter, Bremsleistung gehabt. Ja. Da hat die Firma Black in Dannenberg wohl ein bisschen geschummelt, glaube ich. Weil Land Rover, gerade die Discovery, und das war ein Discovery 1, können gar nicht auf den Bremsenprüfstand. Ja, permanenter Allradantrieb. Die Fahrzeuge werden per Beschleunigungssensor gemessen. Ist auch allgemein bekannt. Da sitzt sich der Prüfer in das Auto mit einem Beschleunigungssensor, der wird festgemacht. Und dann werden Testbremsungen gemacht. Und damit wird das ermittelt. Und nicht ratweise. Dann kommen keine ratweisen Ergebnisse. Dann steht unten im Text, per Probefahrt ermittelt. Ich finde das immer ein bisschen erschreckend, dass da hinterher einfach falsche Werte, die niemals hätten rauskommen können. Ne? Weil das Allradsystem macht das nicht mit auf dem Bremsenprüfstand. Geschweige denn, dass er da drauf bleibt. Wenn die Vorderachse mitgezogen wird, macht die Hinterachse das Gleiche. Auch ohne Sperre. Ich kenne das Problem. Oder das Allradsystem geht kaputt. Das allerdings ist so gut wie noch nie passiert. Schon sehr stabil ausgelegt. Mehr so in Richtung Treckertechnik. Ja. Wenn ich also Bremswerte lese, mit Einzelradabbremsung, also einzelnen Werten unterschiedlichen, weiß ich, der Mann war niemals, auf gar keinen Fall, auf einem Bremsenprüfstand. Und hat dieses Fahrzeug nicht kontrolliert. Ja. Wie hat der Wagen TÜV gekriegt? Das ist die Frage. Ja. Okay, wir werden jetzt gleich mal die beiden Bremssättel schnappen. Ab in den Kofferraum. Und wir holen die neuen. Die liegen schon bereit. Und dann, kann ich mich daran machen, die Bremssattelhalter ein bisschen zu reinigen. Dann haben wir es. Zumindest für heute. Dann kommen hoffentlich die Bremsscheiben und die Bremsbeläge. Ist gar nicht so unproblematisch, die zu kriegen. Es gibt zwei Varianten. Einmal mit vorne mit starrer Scheibe, also nicht innenbelüftet. Und innenbelüftet. Der hat die innenbelüfteten Bremsen. Die waren jetzt nicht lieferbar. Ich hoffe, dass die morgen kommen. Ja. Okay. Jetzt machen wir erstmal weiter und fahren los und holen unsere Bremssättel. So, da bin ich wieder.
gefühlte 100 Jahre später. Ja, die neuen Bremssättel. Wie man sieht, das sind keine neuen. Das sind aufgearbeitete. Und zwar war jetzt das Problem, die hatten intern wohl offensichtlich einen Softwarefehler. Zu Deutsch, wir wollten jetzt die 50 Kilometer von hier, die Bremssättel abholen. Sollten wohl auf Lager sein. Ja. Ohne den ganzen Krempel. Einfach nur neue Bremssättel. Ja. Da angekommen, die alten Bremssättel wegen Pfand, ne, da ist ja Pfand drauf, mitgehabt. Also zum Vergleich auch ganz praktisch. Und das waren völlig falsche Bremssättel. Ergo auch preislich völlig falsch ausgezeichnet und so weiter und so weiter. Ja, wir waren jetzt in Hamburg. Ja, wir haben jetzt diese Bremssättel gekauft. Ja, da denke ich jetzt nicht mehr drüber nach. Gelegentlich Leute, die das einfrieden in solche Software, sollten eventuell vielleicht mal drüber nachdenken, sich damit zu beschäftigen. Egal, jetzt haben wir sie. Allerdings hat es jetzt auch von 13 bis 17 Uhr gedauert alles. Stimmt gar nicht, 12 Uhr sind wir losgefahren und jetzt haben wir 17.30 Uhr. Ja, das war nicht witzig. Dafür haben wir unterwegs nochmal eben kurz angehalten und haben beim Land Rover die Klimaanlage warten lassen. Ja. Alle 2 Jahre mache ich das. Ja. Schauen wir mal. Der Wagen ist von 96, wie gesagt. Und ja, hier sieht man hier einmal und da einmal. Das ist einmal High, also Hochdruck, und einmal Unterdruck. Ach, Quatsch. Geringer Druck, die Leitung, ne, die hier vom Klimakompressor kommen. Eine wird heiß, eine ist kalt. Hm, ja. Nee, das System ist immer gewartet worden, auch beim Vorbesitzer. Ich habe die Einträge gesehen im Schickheft. Deswegen alle 2 Jahre da mal durchschauen lassen. Beziehungsweise es wird abgepumpt, dann wird ein Vakuum draufgezogen. Dann kann man herausfinden, ob eine Undichtigkeit da ist. So, dann wird vor allen Dingen bei den modernen Geräten, das fand ich jetzt sehr interessant, habe ich gerade gesehen, fand ich das sehr interessant, dass erstmal wird das Kühlmittel, das Kältemittel analysiert. Hier sieht man ja, das schreiben die ja so drauf, ne? Und das wird analysiert, das wird abgepumpt, dann wird das Öl rausgepumpt, auch auf Vakuum, ne? Also ne? Wird das Öl kommt raus, wird auch gemessen und dann wird automatisch ergänzt, Kältemittel und Öl. Man sagt ungefähr normalerweise 100 Gramm pro Jahr. Ja, das ist nur jetzt, wo ich den Motor umgebaut habe, habe ich den Klimakompressor ja hier rüber gebogen. Ne? Das dehnt so einen Schlauch natürlich. Ja, und dann verschwindet auch mal ein bisschen Kältemittel. Aber ansonsten, wie gesagt, Dichtigkeitsprüfung komplett durchgestanden. Ist nichts passiert. Alles super gewesen. Ja, so ist das. Okay, ich mache mir jetzt erstmal was zu essen und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, dann bin ich wieder. Ja, morgen wird ein arbeitsreicher Tag. Aber leider erst morgen. Ich habe dann auch heute mal die Gelegenheit genutzt und war bei einer Firma, die beschäftigt sich mit alternativen Kraftstoffen. Das war wohl offensichtlich früher mehr, bis die Bundesregierung bei allen möglichen alternativen Kraftstoffen eingeschritten ist. Jetzt bleibt denen natürlich nur noch Autogas. Ich hatte nämlich eine Frage, ich wusste es nicht. Es gibt hier bei uns in der Gegend gibt es Biogas-Tankstellen. Und das hat mich interessiert, wie die Fahrzeuge das verkraften und welche Fahrzeuge das verkraften. Und siehe da, Erdgasfahrzeuge sind das. Das ist durchaus interessant. Die gibt es durchaus günstig auf dem Markt. Ich habe selber schon einen repariert. Das könnt ihr bei mir im Kanal sehen. Und zwar der Caddy mit der Schwellerreparatur. Das war ein Erdgasfahrzeug. Wir haben auch neulich einen noch abgeholt. Der war recht günstig für den Kunden.
Ja, wir kriegen ja das Geld mit, wenn wir die Fahrzeuge beim Händler abholen. Und ja, das war durchaus interessant, muss ich sagen. Erdgas. Da war jetzt irgend so ein Expansionsventil-Defekt, das hat nicht die Welt gekostet. Man muss halt wissen, was man macht bei dem Erdgasfahrzeug. Das ist halt so. Aber grundsätzlich gesehen, interessant, Biogas zu tanken. Ist auch so ein alternativer Kraftstoff, der irgendwie immer wieder drunter fällt. Und das Radar. Das ist interessant. Grundsätzlich interessant ist auch, dass offensichtlich überall an jeder Ecke daran gearbeitet wird, die fossilen Kraftstoffe durchaus verschwinden zu lassen, aber dass keine Alternativen kommen. Also ist das wohl offensichtlich wirklich ein Konjunkturpaket in Bezug auf Elektroautos. Übrigens, die Spritpreiserhöhung ist nicht auf dem Mist der Grünen gewachsen. Musste ich mich jetzt auch eines Besseren belehren lassen? Nein, hat die CDU auch im Auge. Wir sollen Autos kaufen. Ne? Elektroautos. Der neueste Gag. Wer sich noch an die erste Abwrackprämie erinnert, da sind Hunderttausende wirklich sehr guter Fahrzeuge auf dem Schrott gelandet. Mein Vater hat damals noch gelebt und hat teilweise, wir hatten eine Tankstelle und der hat die Kunden rausgeschmissen. Debil grinsend, eine gerade eingefahrene C-Klasse. Hat ja zum Schrott gebracht. Wirklich debil grinsen. Der hat sich total gefreut. Ich habe 2.500 gekriegt. Mein Vater hat ihm sofort gesagt, Alter, ich hätte 5 für das Auto gegeben. Der war wie neu. Der hatte keine, ich glaube, der hat 40.000 Kilometer runter gehabt oder so. Absolute Dummheit. Der Staat gibt mir Geld. Dann schmeißen die Leute alles über den Haufen. So, damals hieß es, kauft euch Diesel. So, zack. Alle kaufen sich Diesel. So, nächste Abwrackprämie. Der Diesel ist doof. Verschrottet eure Diesel. Und wieder hunderttausende richtig guter Fahrzeuge auf dem Müll gelandet. Alle haben sich wieder Benziner gekauft. Jetzt heißt es fossile Brennstoffe. Nein, wollen wir nicht mehr. Jetzt wollen wir Elektro. Ja, und womit werden die Dinger getankt? Strom aus Kohle ist kein fossiler Brennstoff, oder wie? Hm? Ich sag ja, die Stromkaspereien hier in Deutschland werden in Polen vom größten CO2-Emittent der Welt, Europas, ausgeglichen. Das ist Schwachsinn. Das ist nur ein Konjunkturprogramm. Hört auf, Elektroautos zu kaufen. Und wenn ich diesen Schwachsinn sehe, der Elektromarkt boomt, nein, das sind Plug-in-Hybride, die die Kaufprämie mitnehmen und die Dinger werden sowieso nicht geladen. Die Dinger fahren mit ihren Verbrennern durch die Gegend. Das ist Schwachsinn. Das sind teilweise wird das Geschäftsfahrzeuge. Ne? Ich sehe es doch. Ich sehe die Dinger doch jeden Tag, wenn wir unterwegs sind. Ne? Schön E-Kennzeichen, aber nur der Verbrenner läuft. Da läuft nichts elektrisch an den Dingern. Die haben gar keine Zeit, um in die Ladesäule zu gehen. Das ist total utopisch. Ja, die Politik lebt in Utopia. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Die wollen genauso. Der Einwand, irgendjemand will unsere Autoindustrie kaputt machen, das ist totaler Quark. Nein, die haben jetzt, ich weiß nicht, ob euch der Begriff Kundenbindung was sagt. Kundenbindung. Ne? Elektrofahrzeuge sind relativ wartungsarm. Gut, die haben auch Bremsen, aber durch die Rekuperation und sowas alles in der Richtung, die werden sich das Ding nicht, die werden sich das Geschäft nicht kaputt machen lassen, wenn die Elektrofahrzeuge verkaufen. Glaubt mir mal, ihr werdet mit den Dingern genauso oft in der Werkstatt stehen wie mit euren Verbrennern. Wenn nicht sogar öfter. Ja, siehe Tesla. Die können dir, während du durch die Gegend fährst, können dir Klamotten da aufspielen, dass du auf einmal noch die halbe Leistung hast. Ist doch gerade erst passiert, ne, bei dem Topmodell. Zack, weg. Die Leistung. Ja. Und einige haben es sogar gemerkt. Und die waren richtig sauer. Aber es interessiert Tesla überhaupt nicht. Ich habe mich mal erkundigt, was Ersatzteile für Tesla kosten. Das möchtet ihr gar nicht wissen. Das ist unglaublich. Wenn man es überhaupt kriegt, wenn man denn würdig ist, bei Tesla zu bestellen. Das ist eine andere Geschichte. Und nur per Kreditkarte. Und ihr als Kunden, ja, Stoßstange mal eben angemackt oder sowas in der Richtung, mal eben eine Ersatzstoßstange irgendwo. Nein.
nur eine Werkstatt, die Hochstromscheine hat. Ja. Ihr selber, ihr kriegt keine Stoßstange. Ja. Ihr kriegt auch keine Ersatzteile oder sowas in der Richtung. Nein, nein. Ihr seid nicht würdig, ihr seid ja nur die Kunden. Die Blödis, die die Dinger kaufen. Nein, Elektro kann nicht die Zukunft sein. Wasserstoff lasse ich mich drauf ein. Es gibt, es gab damals schon einen 7er BMW, der Wasserstoff verbrannt hat. Natürlich ist das nicht wahnsinnig effizient. Aber worüber reden wir ja eigentlich? Ne? Müssen wir mal drüber nachdenken. Es gibt ja immer diese Elektroauto-Heiligen, die für alles ein Argument haben, für jeden Scheiß ein Whataboutism hintereinander bringen. Super. Ist okay. Die Effizienz funktioniert nicht wahnsinnig. So, wir haben hier Windkraftwerke durch die Gegend laufen, deren Strom nicht gespeichert wird. Wir haben Solaranlagen. Die laufen sich tagsüber einen Wolf. Gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern gibt es riesige Solarparks. Die schießen das zwar natürlich klar ins Netz, aber das ist ein totaler Überschuss. Während nachts dann der Ofen aus ist. So. Pumpkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke, genau. In Dortmund gibt es eins. Von der RWE. Oben ist ein See, unten ist ein See. Ja, solange Solarstrom und Windenergie funktioniert, wird das Wasser nach oben gepumpt. So, und nachts, wenn das Industriegebiet da drunter Strom braucht, wird das Wasser wieder durch die Turbinen runtergelassen. Ja, das ist ein riesig großer Akku, der keine Rohstoffe braucht. Nein, es würde ja alles funktionieren. Aber irgendjemand will nicht. Irgendjemand sitzt immer dazwischen, der nicht will. So. Und wenn wir jetzt, natürlich ist Wasserstoffgewinnung energieaufwendig. Natürlich sind diese neuen Kraftstoffe aus CO2 zu gewinnen. Natürlich ist das alles energieeffizient. Aber es heißt doch nicht, dass das verpufft. Ja, ich habe auf jeden Fall heute mit diesen Leuten da gesprochen. LPG ist, also Autogas, sehr interessantes Material. Ich bin da auch sehr überzeugt von, wenn wir nicht ständig Diesel fahren würden. Bringt einfach mehr bei uns. Ne? Aber es gibt, das ist eine relativ bekannte Firma, Prinz, die da vertreiben. Die haben auch andere Marken, aber das ist jetzt gerade das Ding, was mir gerade, wo ich nachgefragt habe, mit hoher Leistung etc. Es gibt jetzt mittlerweile einen Verdampfer, einen Solo-Verdampfer für bis zu 500 PS. Ohne Minderleistung, ohne Mehrverbrauch. Und da denke ich ehrlich gesagt drüber nach. Ich bin ein großer Fan vom Ram, wollte aber den Diesel nicht haben, diesen Eco V6 von ich glaube, Iveco ist da drin. Den will ich nicht. So, und ja, jetzt denke ich ernsthaft über einen V8 nach. Warum nicht? Also ich habe mit jemandem gesprochen, der hat einen Ram, der hat 410 oder 450 PS oder sowas in der Richtung. Der fährt mit dem Ding für knappe 10 Euro auf 100 Kilometer mit Hänger. Da hat dann meistens einen Minibagger hinten dran hängen. Lass ich mir gefallen. Der hat jetzt auch schon 300.000 runter. Hat keine großartigen Probleme mit der Gasanlage und auch nicht mit dem Motor. Gefällt mir. Wünsche euch noch eine angenehme Woche. Ich denke, wir sehen uns Donnerstag wieder. Und mit einem frisch gespritzten Rücken hoffentlich. Da muss ich jetzt auch hin. Ich kann mich obenrum kaum noch bewegen. Brustwirbelsäule. Ich habe wieder ein bisschen zu viel getragen und ja. Na gut. Schöne Woche noch.